gerade her. Ich darf jetzt auch. Ah, wir müssen. Ui, 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 ui. Wir müssen dann hier runter. So, ich leuchte das mal eben aus hier. Oh, scheiße. Ach, das ist nur ein Zombie. Ey, du hast... Dir steckt da was im Kopf? Das sollten wir uns gleich mal genauer anschauen, ob man hier runterkommt. Wir gehen jetzt erstmal... Was ist das hier? Ich glaube, wir gehen dann hier runter. Ja, das sieht schon vielversprechender aus. Hauptsache, wir haben uns jetzt... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache, wir haben uns jetzt direkt verlaufen. Ich renne mich direkt in die falsche Richtung. Ich glaube, hier oben war das. Orientierungslos durch die Höhle. Natürlich immer die beste Voraussetzung. Die Mann, eine Axt brauchten wir auch, genau. Dann nehmen wir den erstmal auseinander wieder. Komm, 10 reichen erstmal. Aber 14 ist egal. Ach, ich bin so schlau. Wir brauchen... Na, wir brauchen erstmal das Ding. So, den reißen wir erstmal ab hier. Nehmen wir natürlich mit. So, wir brauchen... Stöcker. Ja, das reicht. 4 Stück reichen. So, pam. Oh, sorry. So, dann nehmen wir die Hacke hier erstmal raus. Und weiter geht's. Und weiter. Wo habe ich denn gerade? Wo habe ich denn? Ja, ich weiß. Ich glaube, hier wollte ich rein. Hier und dann hier runter. Nee, Moment, 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 Moment. Hier war was. War das hier? Das sah nämlich aus, als wenn man da einfacher runterkommen würde. Da ist Lava. Alter! Alte Kacksau. Wo bist du? Zeig dich. Elende Kacknase. So, da haben wir noch Kohle. Da dichten wir erstmal ab hier. Wir machen erstmal Licht an. So, dann machen wir das erstmal dicht hier. Plopp. So, brauchen wir nicht. Und hoffen, dass die Spitzhacken jetzt möglichst lange halten. Also, wir sind eigentlich nur auf der Suche nach Kohle oder Diamanten. Gut, Eisen. Ach, wir nehmen mal wieder alles mit. Wir sind da ja nicht unbedingt wählerisch. Und das goldige Gold, wo wir jetzt nicht drankommen, weil das ist auch wieder nur das eisenhaltige Eisen. So wie da. Ich höre auch schon wieder ein Skelett hier irgendwo. Ach, du glaubst es nicht. Wir gehen mal lieber hier oben rum. Schauen, ob wir hier hinten weiterkommen. Da ist noch ein Erfahrungspunkt. Das sieht aber schon vielversprechender aus. Jetzt ganz schnell hier vorbei. Nee, ne? Und wie geil ist das denn? Wir haben... noch Gesellschaft hier. Wir haben den nächsten Spawner entdeckt. Ich gehe mal kurz hier gucken. Aua. Wenigstens das, auf das Schwert ist Verlass. Und wir sollten mal ein bisschen essen. Pass auf, wir gehen jetzt erst zurück zum Spawner und plündern den. So, pass auf. Das brauchen wir nicht. Auf keinen Fall. Dann schauen wir mal in die Kisten.
Verzaubertes Buch. Atmung. Atmung. Na gut, okay. Ein Eimer nehmen wir auch mal mit. Was nehmen wir denn nicht mit? Das brauchen wir nicht. Das nicht. Das brauchen wir auch nicht. Schwarzpulver sowieso nicht. Gut, das reicht erstmal. Was haben wir hier? Ein Brot, das Explosionsschutz, so. Klingt gut. Und dann nehmen wir natürlich hier den bemoosten Stein mit. Während es um uns rum so am Röcheln ist. Vor allen Dingen, wo sind denn die überhaupt? Die sind nicht weit weg, ne? Ich überlege gerade, ob wir die Kisten, aber das wäre Blödsinn, ne, oder? Ja, finde ich auch. Kisten brauchen wir nicht für was. Glaube ich jetzt nicht, ne? Alter, wie gut das jetzt eine Aufnahme läuft. Das hätte mir kein Schwein geglaubt. Hier ist ein Spawner direkt nebenan. Alter, wie geil ist das denn bitte? Pass auf, wir machen wir das mal anders. Klatsch. Eisen, Eisen. Wie geil, bitte, ist das? Guck mal, da liegt eine Karotte rum. Hat der einen jetzt eine Karotte verloren? So, jetzt plündern wir natürlich den erstmal aus. Hier, da machen wir mit dem unteren weiter. Wie cool. Ich feiere das gerade so ein bisschen. Ach, da haben wir noch Steine. Es geht jetzt natürlich nicht nur um die Steine, aber das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und ich wundere mich, was hier die ganze Zeit... hallo? Falls du es nicht mitgekriegt hast, da steht eine Fackel drauf. Oder kam die jetzt von hinten aus der Ecke zufällig? So, ich leuchte das mal ein bisschen anders aus hier. Wie cool. Achso, da haben wir reingeguckt. Wie cool habe ich auch schon erwähnt. Ich glaube, ich weiß, was wir mit den Dingern dann doch machen können. Wir nehmen die als... Ja, wir nehmen den Kies weg von den Wegen. Und benutzen die bemoosten so als zugewachsenen Weg. Oh, da müssen wir aber noch viele Spawner finden. Komm, ich nehme den einfach mal weg. Geil. Alter, jetzt muss der Rechner abstürzen und die Aufnahme wieder versauen. Ich glaube, ich würde... Ja. Habe ich überhaupt noch Platz dafür frei? Also 64. Da war's. So, aber wo? Warte mal, wo packt der die denn hin? Ach, da, genau. Musterpflasterstein, Alter. Wie geil ist das jetzt? Da müssen wir gleich mal schauen, wie viel wir hier abgestaubt haben. Das sieht auf jeden Fall nach über 100 aus. 64, 56. Ja, das sieht gut aus. So, pass auf. Ah, da haben wir noch einen. Wir wollen jetzt nichts verkommen lassen. So, zwei sogar. Okay, wo kamen wir denn ran? Nee, warte mal. Hier kamen wir. Wo kamen wir denn her? Ach, von da oben. Einfach nur zu geil. So, dann nehmen wir hier noch das Eisen. Ne, das ist jetzt Gold, oder? Keine Ahnung.
Die Frage ist, ob wir jemals aus dieser Höhle wieder herausfinden. Mit all unseren Schätzen und unserem Wissen, das wir jetzt haben. Lassen die uns wieder entkommen? Pass auf, wir leuchten mal eben hier. Kennen wir ja schon. So. Naja. Naja. So, wir müssen jetzt hier runter. Müssen wir nicht, aber wollen wir. Ups. Ja, der erledigt den einen sofort. Das ist sehr schön. So, auf mal eben Fäckelchen hier hinstellen. Oh ne, ne? Alter, hier ist aber eine Masse los. Oh, pass auf, dann kommt mal hier hin. Trabt mal an hier. Aua. So, da haben wir Gold. Alter! Wo kommt ihr denn her? Glaub ich doch nicht. Und du hältst einfach mal das Maul. Hier ist auch noch ein Hund in der Nähe. Da unten ist eine ganze Menge an Rohstoffen. Hat er sich jetzt aufgelöst? Scheint so, ne? Was haben wir denn hier? Erstmal hier zum Abdichten. So, dann... Ach, da kommt schon der nächste an. Ne, der steht da drüben fest. Der kommt hier nicht hin. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Und jetzt hier sterben. Nein, ich will nicht. Komm her. Wie kommen wir jetzt an die Diamanten? Also ich würde sagen, wir... Räumen erstmal Mr. Creeper hier aus dem Weg. Das ist nur eine Spinne. Okay, erstmal auf Nummer sicher gehen hier. So tun, als wenn wir sie nicht gesehen hätten. Lalala, war hier was? War was? War was? Nein. Keiner mehr da, los! Diamanten! Diamanten! Naja, gut, okay. Besser als gar keine erstmal, die beiden. Aber ich habe das Gefühl, wir finden hier noch mehr. Da ist ein Skelett. Au. Alter, ich habe doch gewusst, zwei Diamanten und wir sind tot. Ich habe es doch gewusst. Wir werden sterben. Jämmerlich und elendig. So, ich hoffe mal... Ja, das Wasser löst sich gerade auf. Oh! Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Und nö, das ist gar nicht gesund, hier hinten rumzulaufen. So, den nehmen wir erstmal mit. Was? Was? Alter! Die war doch schon beschädigt, oder? Warum ist die so schnell kaputt gegangen? So, wir gehen mal hier oben hin. Nee, das war Wasser. Ich dachte, da... Da ist ein Hund. Da ist ein Zombie. Nee, Alter! Nee, doch nicht. Ich dachte schon wieder Diamanten. Das wäre... Dann wären wir auf jeden Fall tot. Mann, wir sollten jetzt nur nicht... Alter, warum sind das so übertrieben viele hier? Schlecht koordiniert, ne? Nicht hier, ich schubse ihn runter und ich warte da unten dann. So, da oben ist noch ein Creeper. Ein Creeper-Geselle. So. Jetzt haben wir aber mal so langsam aufgeräumt hier.
Noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Auch wir lassen das Wasser mal hier. Vielleicht könnten die dann nicht hinterherlaufen. Okay, wir haben wieder Level Creeper. Nein, Level 17 wollte ich sagen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wahrscheinlich laufen wir gerade in die ganz falsche Richtung. Ist das ein Hund? Oh ne, ist ein Skelett. Das kann aber nicht so steil nach unten schießen, glaube ich. So, pass auf. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier unten rein. Weil wir ja total irre sind. Wir essen aber erst was. Und die hier lassen die Herzen regenerieren. So, dann haben wir Gold und irgendwo so einen nervigen... Ach, da ist er doch. Irgendwo so einen nervigen Schleim. Jetzt haben wir ganz viele kleine Schleims. Hatten die jetzt Gesichter? Ja, sieht aus, als wenn da ein Gesicht drin wäre, ne? Ja, aber keine Lust jetzt hier. Redstone können wir auch mal mitnehmen. Ist das? Alter, in wie viel Farben gibt's die hier? Ist der... Ah, ich wollte gerade sagen. Hammer. Oh ja, hat sich jetzt echt rentiert, hier das Redstone mitzunehmen. Ja, das brauchen wir natürlich ganz wichtig. Au! Alte Kacksau! Was? Mann, ja, komm, dann holen wir den Creeper auch sofort da weg. Was wollte ich jetzt machen? Das Gold. Gehen wir jetzt extra wegen denen? Ach ne, das können wir von unten auch wegernten. So, pass auf. Dann holen wir uns das mal eben. Aber kein Dingens frei. Ja, wichtig. Gammelfleisch. Das war jetzt völlig wahnsinnig. So, oh. Okay. Da meldet sich die nächste Höhle an. Pum! Egal. Egal. Pass auf, wir leuchten das mal eben aus hier. Und wir gehen hier nach oben. Also wenn das mal ab und zu so ein bisschen verpeilt wirkt, wenn ich hier so lang laufe, dann tut mir das leid. Das liegt aber auch nur daran, weil ich hier verpeilt bin. Skelettarmee. Steht hier noch einer? Nö. Pass auf, dann gucken wir mal, wo die herkamen. Wenn ich jetzt noch einen Spawner finde, dann hast du mich hier liegen. Verbrenne! So, Redstone. Dann. Hier geht's nirgends hin, wie es aussieht. Gehen wir mal hier oben wieder hoch. Boah, ich sollte wirklich nicht so verpeilt drauf losrennen. Ja, die Fackel stellen wir erstmal wieder hin. Upsi! Und da oben leuchtete viele Rohstoffe auf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Komm mal her. Wir gehen jetzt erstmal hier drüben die Kohle aus der Wand holen und das Eisen.
Lalala. Diesmal werden wir aber so lange in der Höhle bleiben, wie es nötig ist.